Adi Schatz, alles Gute, alles Gute. Dicker Bauch. So, wir haben jetzt das Türchen 21. Gucken wir mal auf. Gucken wir mal raus. Na Adi. Adi. Na Adi. Na Adi. Seit wann kommt das Fressen von alleine? So, den Rest aller Krümel Fritz lege ich jetzt aber hier hin. Jubila, super. So, willkommen zu einer weiteren Folge Adi und der Bier-Adventskalender von Kalea, beziehungsweise erstmal das Karls-Adventskalender-Türchen von Pupsi. Wir sind nämlich bei der 21 angekommen, bei ihr im Türchen stand. Alle lieben ihn so sehr und schon ist er wieder leer. Der Bierhumpen, genau. Nee, was ist das? Karls Wintertraum. Erdbeerfruchtaufstrich mit Zimt. Da freut sich Pupsi ganz bestimmt. Wir haben jetzt aber ein Bier, ein belgisches Bier, das heißt Jupila. Das ist so rot wie mein Kopf, würde Natururin sagen, aber in dem Fall stimmt's auch hier. Belgische Belge, Pilz, ne? Hier, der Deckel sieht ein bisschen komisch aus. 33 Zentiliter Jupila, komisch gemacht, komisch geschrieben, aber rot geht auf jeden Fall ins Auge. Habt hier oben kurz die Schrift. Irgendwie denke ich die ganze Zeit, wir sind beim Rennsport oder ich muss an die Tankstelle. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder ist das so ein, gibt es nicht so eine Heizfirma mit fossilen Brennstoffen, wo auch immer so ein Stier drauf ist? Das ist auf jeden Fall ein Jupila aus wohl Belgien mit 5,2%. Ich finde, das geht ins Auge. Ich finde, das sieht gut aus. Das macht Bock. Von mir würde es hier 4 von 5 Punkten geben fürs Etikett. Machen wir mal die Flasche auf. Was sind überhaupt, habe ich überhaupt schon mal 5 Punkte vergeben? Fürs Etikett. Ich weiß es nicht. Zumindest nicht hier bei diesen Bieren. Wir füllen es mal ein. Dann haben wir als nächstes Jahr, pass auf. So, jetzt haben wir geguckt. Da tropft schon wieder alles runter. Jetzt halten wir es mal ein bisschen wieder so. Dann bewerten wir natürlich die Farbe und den Schaum in einem. Muss ja so. Wie kann man denn aber trotzdem Schaum bewerten? Das verstehe ich nicht. Schaum bin ich doch selber schuld. Wenn ich ganz schräg einfülle, ist kein Schaum da und ich gebe eine schlechte Note. Fülle ich von oben ein, ist ganz viel Schaum da und ich gebe eine gute Note, weil viel Schaum da ist. Das kann man doch beeinflussen. Die Farbe kann ich nicht beeinflussen, außer das Glas ist unrein. Ich zeige es euch mal ganz kurz so, wie ihr mal seht, was da für Leben drin ist. Guckt euch das an. Dieses Leben ist da drin und die Schaumkrone oben begeistert auch, denn die ist noch ein Stück im Glas, hängt oben als Traube raus, das sieht gut aus, also Farbe, es ist recht klar, es ist recht deutlich, es sieht eigentlich wunderbar aus, ich sag trotzdem aber nur eine 3, für mich müsste die Farbe an sich kräftiger sein, ein klein bisschen dunkler, aber es ist so glasklar und so sprudelig, also das macht schon Bock. 3 trotzdem nur für Farbe, sonst weicht das ab mit allem anderen, was wir vorher bewertet haben. So, wir riechen mal dran. Haben einen leicht süßlichen Biergeruch. Der ist präsent, der wird aber immer weniger, je öfter man dran schnüffelt. Riecht aber trotzdem sehr angenehm. Ich würde für den Geruch 4 Punkte geben, weil das macht Bock auf das Bier. Und wir probieren kurz mal. So, irgendwie wässrig im ersten Moment, dann wird es aber irgendwie richtig sauer, dann geht es aber auch so stumpf nach unten, wieder mal ein bisschen pappig am Ende, das durchlebt gerade schon wieder so viele Geschmäcker mit einmal,
Ich muss noch mal einen Nipper probieren. Ja, ein bisschen herb ist es auch. Ist trotzdem irgendwie säuerlich. Es witzelt auch etwas. Also du merkst es auf jeden Fall. Dieses Wässrige war nur, weil wenn du viele Schlücke mit einmal trinkst, das können wir ja noch mal probieren. Boah, jetzt ist das plötzlich so präsent auf der Zunge. Diese leicht wässrige Note ist weg und du hast gleich voll Kontakt mit Belgien. Ist mir ein bisschen too much, ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Trotzdem fällt das auf, trotzdem wirkt das stark. Ich würde 2 von 5 Punkten geben, immerhin. Und das ist keins, was ich einfach so wegschütten könnte, in mich reigen. Das ist was, da musst du wirklich jeden Schluck ein bisschen genießen, beziehungsweise vor Respekt erstmal absetzen und dann erstmal gucken, wenn sich's gelegt hat, ob es dann weitergeht. Ja. Also 2 von 5 leider für Geschmack, aber die meisten werden es sicherlich übelst feiern. Die sind nicht so weichflöten wie ich, deswegen kippen die das einfach rein. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Richtig cooles Etikett. Ich freue mich. 3 Biere haben wir noch vor uns. Das war die 21. Das letzte hat bestimmt wieder eine Mütze auf. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.